Für Außenstehende ist es oft nicht leicht, das Krankheitsbild Autismus zu erkennen. Nicht alle davon Betroffenen ziehen sich zurück oder scheuen Lärm. So erzählt Sandra von lauten Konzertbesuchen ebenso wie von ihrer Liebe zur Natur. Ich würde gern mit Hund spazieren gehen und Eislaufen gehen und Berg gehen. Oft an ihrer Seite ist Isabel. Die Sozialbetreuerin arbeitet für das Kapfenberger Förderinstitut WINKO. Sie verbringt viel Zeit mit Sandra und kennt die Schwächen, aber auch Stärken ihrer Klientin sehr gut. Grundsätzlich hat man ja das Vorurteil, dass Autismus immer Inselbegabungen hat. Das ist in den meisten Fällen aber nicht so, beziehungsweise nur vereinzelt so. Ja, die Sandra hat besondere soziale Qualitäten, was im Autismus vielleicht gar nicht so oft vorkommt. Und ja, man kann viel von ihr noch lernen, wie sie die Welt so sieht. Mehr Verständnis für Autismus und die Bedürfnisse der Betroffenen. Das will man hier bei WINKO nun erreichen. Gemeinsam mit der nahen Fachhochschule Joanneum und zweier europäischer Universitäten arbeitet man an einer Online-Plattform. Derzeit wird diese neue Webseite von den IT-Technikern der Fachhochschule technisch aufbereitet und benutzerfreundlich gestaltet. Geplant ist, dass diese Plattform einerseits Schulungsinhalte anbietet, wo man sich dann weiter schulen kann, aber auch jegliche Informationen zum Thema Autismus drauf sein sollten, die nicht so sehr stark in den medizinischen Bereich gehen. Über die Seiten von Outrain soll Leiden künftig auch eine Ausbildung unter dem Titel Autismusexperte möglich sein. Man ist dann ein Experte oder eine Expertin in der jeweiligen Firma oder Schule oder auch bei einer Behörde und kann die Kolleginnen und Kollegen unterstützen, wie sie mit Menschen mit Autismus im Alltag gut umgehen können. Ein bedarfsorientiertes Sozialprojekt, dessen Nutzen man auch für den Lehrbetrieb an der Fachhochschule Joanneum sieht. Wir werden selbst auch an diesem Lehrgang teilnehmen, da ja auch Studenten von uns Autismus haben könnten. Und das lernen wir ja in diesem Lehrgang, wie man dann da konkret umgehen sollte.